glauben. Du gibst einfach so auf. Kümmerst du dich dann wenigstens um deine Nachfolge? Ich habe eine Vision für Landstern Enterprises. Und für die Vision will ich kämpfen. Du wirst eine sehr gute Vorsitzende abgeben. Giselle, ich bin's. Mit Tore und mir, da läuft absolut nichts. Oh, es ist zu spät. Du hast meiner Schwester das Herz gebrochen. Mir auch. Und jetzt will ich einfach nur noch, dass du mich in Ruhe lässt. Ich will einfach nur, dass es dir gut geht. Deswegen lasse ich dich jetzt auch in Ruhe. Ich wünsche dir alles Glück der Welt mit Sascha. Take a look at us now. Take a look at us now. And you can see faith, love, lights and trust. Take a look at us. Klingt gut. Hm? Das Lied ist oder sonst? Was ist das? Keine Ahnung. Irgend so ein Odo. Wahrscheinlich aus dem Radio. Mhm. Wo sind wir stehen geblieben? Unsere Zeit ist leider um. Das klingt ernst. Ich meine, meine Pause ist vorbei. Ich muss jetzt wieder in die Firma. Du doch sicher auch. Also, ich hätte noch 10 Minuten. Heute Abend. Und dann darfst du auch gerne etwas länger sein. Das klingt nach einem guten Plan. Darfst du mir auch gerne noch mal was vorsummen? Ich bin froh, wenn ich diesen Ohrwurm los bin. Es wird alles darum geben, dass ich das Lied endlich aus dem Kopf kriege. War ja auch nur eine Idee. Gehen wir? Mhm. Ich weiß das wirklich zu schätzen, dass Sie mir beim Umzug helfen, Frau Schuhan. Das mache ich gerne. Ich finde es toll, dass Sie mit Dana, Jessica und dem Kleinen an die Nordsee gehen. Sie werden sehen, das Klima da wirkt wunderbar sein Asthma. Die klimatische Veränderung wird uns allen gut tun. Natürlich bleibe ich bei meiner Kandidatur. Warum sollte ich meine Meinung plötzlich ändern? Weil man für den Job starke Nerven braucht. Und wir wissen auch alle, dass du gern mal in Stresssituationen ein wenig hysterisch reagierst. Dass du am liebsten allein zur Wahl stehen würdest, das ist mir klar. Im Gegensatz zu dir hat sie immerhin Chancen. Wenn du ehrlich bist, kannst du doch nur mit Kims Stimme rechnen. Willst du dir die Blamage nicht ersparen? Immerhin habe ich jemanden, der für mich stimmt, im Gegensatz zu dir. Wenn man schon mit unsauberen Manipulationen arbeitet, sollte man sich wenigstens nicht erwischen lassen. Ja, ich muss zugeben, meine Chancen zur Wiederwahl sind nicht besonders aussichtsreich, aber da ich nun mal der Beste für den Job bin, darf und kann ich mich von sowas nicht einschüchtern lassen. Ja, Mangel des Selbstbewusstseins ist jedenfalls nicht dein Problem. Ansgar, dir droht immer noch eine Haftstrafe und, Rebecca, du bist einfach zu unerfahren für den Job. Tut mir leid. Und du tust das natürlich nur, weil du dich für die Familie aufopfern willst. Wirklich nett von dir. Nein, ich will den Vorsitz, weil ich es kann. Was genau kannst du? Hagen vom Thron stoßen. Naja, gut. Vielleicht überlegt er ja auch schon, wie er gegen dich vorgehen kann. Könnt ihr jetzt mal bitte damit aufhören? Warum denn gleich so dünnhäutig? Also, falls du die Wahl tatsächlich gewinnen solltest, gebe ich dir höchstens ein paar Tage auf dem Thron. Du unterschätzt mich wie immer. Weißt du, mit edlen Vorsätzen gewinnt man keinen Krieg. Und dir ist doch schon klar, dass du dich in einem Krieg befinden würdest. Wisst ihr was? Wir sehen uns später bei der Wahl. Ist ja alles zu kindisch hier. Rebecca. Warum lässt du dich von Ansgar so provozieren? Du weißt doch, wie er ist. Ja, und? Es nervt mich trotzdem. Willst du den Vorsatz überhaupt? Ich meine, willst du ihn wirklich? Ich reiß mich nicht drum. Aber ich will auf keinen Fall, dass Ansgar Familienoberhaupt wird. Und Sebastian auch nicht, nachdem er so hinterhältig gegen dich gekämpft hat. Tristan will nicht kandidieren, du haust ab und Elisabeth kann nicht gewählt werden, also. Ich bewundere deine Entscheidung. Und warum unterstützt du mich dann nicht? Weil ich schon so gut wie weg bin. Wenn du gewählt wirst, musst du dich auch ohne mich behaupten. Du könntest wenigstens noch mit abstimmen. Nein, du musst die Wahl schon ohne mich gewinnen. Deine Chancen stehen gut. Ansgar kriegt nur Kims Stimme. Ja, für mich stimmt Elisabeth. Und Tristan? Hast du nur selber gehört. Er ist momentan nicht gut, auf Sebastian zu sprechen. Und auf Ansgar erst recht nicht.
Dann würde niemand für Sebastian stimmen. Und du gewinnst die Wahl. Ich als Lahnstein-Chefin. Ob ich das packe? Elisabeth wird dich sicher so gut es geht unterstützen. Mit ihrer Erfahrung packst du das ganz bestimmt. Schade, dass die Männer schon los mussten. Findest du, ja? Ist sehr nett, dein Ben. Ist nicht mein Ben. Naja, ihr habt geflirtet wie verliebte Teenager. Ach, schau. Genieß es einfach, mit ihm zusammen zu sein. Fühlt sich so leicht an. So herrlich unkompliziert. Ja, er bekommt dir, das sieht man. Sag mal, aber was ist, wenn einer von euch beiden mehr will? Nein. Wir haben uns auf eine lockere Affäre geeinigt. Keine Erwartungen, keine Verpflichtungen. Das ist das Beste für uns beide. Ja, Charlie, jetzt muss ich aber los. Oh, ich dachte, du trinkst noch ein Gläschen mit mir. Nein, nein, heute nicht. Die Wahl, du weißt doch, die ist so wichtig. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Denkst du, Rebecca macht das Rennen? Sie muss, Charlie. Wenn Ansgar noch einmal übernimmt, das, Gott, das darf einfach nicht passieren. Und Sebastian, der hat sich ja durch seine Intrige gegen Hagen selber ins Ausgeschossen. Also. Ich frage mich nur, ob Rebecca den Posten ausfüllen kann. Ich meine, sie ist eine hervorragende Designerin, aber ein Familienunternehmen eurer Größe zu leiten... Sie hat meine volle Unterstützung. Zusammen werden wir das schon schaffen. Eigentlich solltest du kandidieren. Ich meine, du wärst ideal für den Vorsitz. Nein, Charlie, das geht nicht. Ich bin keine gebürtige Lahnstein. Die Frage stellt sich also erst gar nicht. Und außerdem, nein, ich genieße lieber meine Freiheit, anstatt mich von der Familie anfeinden zu lassen. Wahrscheinlich hat sich das Ludwig dabei gedacht, als er in seinem Testament an der Tradition festgehalten hat. Er wollte dich schonen. Er wollte Hagen als Nachfolger und das war auch richtig so. Allerdings, jetzt wo Hagen andere Pläne hat, wird es langsam eng. Hör mal, du kommst aber heute noch mal vorbei. Die Prototypen unserer neuen Kollektion sollen kommen. Großartig, ich freue mich schon den ganzen Tag. So. Tschüss, Charlie. Tschüss. Ja. Und toi, toi, toi für Rebecca. Ja. Also, wenn es nach mir ginge, hätten wir die Mittagspause echt ein bisschen ausdehnen können. Das holen wir nach. Und wie heißt das so schön? Erst die Arbeit? Dann das Vergnügen. Lass uns ein Turbo einlegen, damit wir hier so schnell wie möglich rauskommen. Den Super-Turbo. Caro, Frau Schulz, kann ich Sie kurz sprechen? Ich habe gerade leider richtig viel zu tun. Sascha, kommst du mal bitte? Ich habe ein Problem hier. Klar. Haben wir ein Problem? Nicht von meiner Seite aus. Ich meine das ernst. Ich werde dich in Ruhe lassen. Ich weiß, dass du mit Sascha zusammen bist und nichts mehr von mir willst. Okay. Trotzdem arbeiten wir zusammen und sollten sehen, dass wir irgendwie miteinander klarkommen. Klar. Wir sind Kollegen. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn du dich daran hältst. Werde ich. Versprochen. Gut. Was kann ich für dich tun? Wir müssen die Kalkulation für die neue LCL Green Kollektion vornehmen. Nicht zuletzt, um Tanja davon zu überzeugen. Das ist kein persönlicher Gefallen. Gut, das sehen. Ich weiß, du willst für Rebecca stimmen. Aber hast du dir mal überlegt, was für dich dabei rausspringt? Kleiner Geschäftsführerposten vielleicht? LCL, möglicherweise? Zumindest wird Tanja ihren Posten niemals freiwillig räumen. Das wird sie nicht. Da müsste man schon ein bisschen nachhelfen. Nichts, was Rebecca schaffen würde. Ich schon. Du meinst, falls du die Wahl gewinnen solltest? Das werde ich. Mit deiner Stimme. Wir dürfen nicht zulassen, dass Ansgar oder Sebastian die Wahl gewinnt. Das ist dir schon klar, oder? Traust du dir den Chefposten wirklich zu, Rebecca? Ich will es zumindest versuchen. Wenn ich damit verhindern kann, dass Ansgar oder Sebastian an die Spitze kommt. Ich meine, die scheren sich doch einen Dreck um die Familie.
Ihm geht's doch nur noch um Macht und um Geld. Ich weiß, dass ich es schaffen kann. Mit Elisabeths Hilfe und deiner, Tristan. Ich weiß, du bist gerade nicht besonders gut, auf mich zu sprechen. Das hast du aber schön gesagt. Aber hier geht es um etwas weitaus Größeres als um unsere Befindlichkeit. Lass mich raten, darum, dass du Chef werden willst? Ja, ich weiß, du hast ein ziemlich enges Verhältnis zu Rebecca, aber gerade deshalb sollte dir klar sein, dass sie für diesen Posten absolut ungeeignet ist. Der Job würde sie völlig überfordern. Na, und darunter leidet dann die Familie, die Firma, nicht zuletzt sie selbst. Und dass Ansgar den Posten wieder übernimmt, das kannst du nicht ernsthaft wollen. Jemand, der nur seine Schäfchen ins Trockene bringen will und dem die Familie, gelinde gesagt, am Arsch vorbeigeht. Und bei dir ist das natürlich anders. Ja, ich gebe zu, ich habe Mist gebaut. Ich habe mich von Hagen provozieren lassen, hätte ich nicht machen sollen, war ein Fehler, sehe ich ein. Aber bevor er wiederkam, war ich ein sehr guter Chef und das weißt du ganz genau. Ich bin von allen am besten geeignet für diesen Posten. Selbst wenn ich dir meine Stimme geben würde, das würde dir nicht viel nützen. Bitte? Dann gäbe es ein Unentschieden und Rebecca würde beim nächsten Wahlgang die Nerven verlieren. Tristan, bitte gib mir deine Stimme. Ich mach dich zu meinem Stellvertreter. Glückwunsch. Du hast gewonnen. Und du verloren. War nur ein Spiel. Wenn du wirklich gewinnen willst, überleg dir genau, in welchem Team du in Zukunft spielst. Du bist mein Bruder, Tristan. Und ich vertraue dir. Wenn wir zusammenhalten, dann können wir die Familie retten. Und Papa wäre stolz auf uns. Lass uns an einem Strang ziehen, Tristan. Und diesem Familienunternehmen zu neuem Glanz verhelfen. Ich liebe diese Familie. Ich kann mir bildhaft vorstellen, wie jetzt alle Tristan belagern. Ich hoffe, Rebecca gewinnt die Wahl. Das wird sie dann sicher. Und stellst du deine Entscheidung nicht in Frage? Nein, nichts ist wichtiger als die Gesundheit meines Sohnes. Tut mir leid, dass ich überhaupt so lange zögert habe. Jetzt weiß ich wenigstens, wie sehr ich mich in meine falsche Pflichterfüllung verrannt habe. Ihr seid meine Familie. Du, Maximilian und Jessica. Ich glaube, wir werden da sehr glücklich. Danke, dass du so viel Geduld mit mir hattest. Du bist mein Mann? Ich kann noch mal ganz von vorne anfangen. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ja, wie ihr wisst, sind wir hier alle zusammengekommen, um den neuen Vorsitz der Familie und ebenso den neuen Vorsitz von Lahnstein Enterprises zu wählen. Zur Wahl stehen Ansgar, Rebecca und Sebastian. Gibt es grundsätzliche Einwände gegen die Wahl? Gut. Dann fangen wir an. Also, wer stimmt für Ansgar? Ja. Eine Stimme für Ansgar und Ansgar selbst. Wer stimmt für Rebecca? Ja, wenn ich das richtig sehe, sind das auch nur zwei Stimmen. Es sei denn, wir warten vielleicht noch ein paar Stündchen, bis die eine oder andere Stimme dazukommt. Wer stimmt für Sebastian? Für Sebastian stimmt nur Sebastian selbst. Enthaltung? Tristan. Möchtest du dich in irgendeiner Form an der Wahl beteiligen? Dir ist schon bewusst, dass das eine weitreichende Entscheidung ist. Also, wenn du noch Bedenkzeit brauchst für die richtige Entscheidung. Einspruch, das ist Beeinflussung. Was richtig oder falsch ist, weiß er selbst. Wisst ihr, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Und deshalb soll das der Würfel für mich tun. Was? Wie bitte? Eins für Rebecca, drei für Ansgar und fünf für Sebastian.
Nochmal. Fünf. Sebastian. Das ist nicht dein Ernst, Tristan. Ja. Jeder hat zwei Stimmen, dreifaches Unentschieden. Du hast wirklich überhaupt nichts begriffen. Dann jetzt? Jetzt gibt es einen zweiten Wahlgang. Und welchen Stoff hat Rebecca für den Entwurf vorgesehen? Sie hat sich bei einer bayerischen Stoffmanufaktur ein Angebot eingeholt. Das ist ein Baumwoll-Leinen-Gemisch. Vielleicht entwerfen wir demnächst auch Filzkleider aus Schafswolle von glücklichen Tieren, versteht sich. Gute Idee, werde ich Rebecca gleich mal vorschlagen. Hellström, strapazieren Sie nicht meine Geduld. Ich habe Rebecca bereits klar und deutlich mitgeteilt, dass ich diesen Ökoplunder nicht will. Das ist kein Plunder, das ist eine edle Kollektion, der man am Ende nicht ansehen wird, woher die Materialien stammen. Wozu verwenden wir sie dann? Weil unsere Kundinnen immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit legen. Und das muss auch nicht viel teurer sein als herkömmliche Materialien. Vor allem, wenn sie aus dem europäischen Raum stammen und wir dadurch die Transportkosten sparen. Wir prüfen gerade einige Angebote. Sehen Sie? Ja. Sparen Sie sich Ihre Mühe. Keine Ökolinie bei LCL. Ende der Diskussion. Solange Rebecca die Kollektion nicht stoppt, werden wir aber daran weiterarbeiten. Ich bin die Chefin von Rebecca und von Ihnen, Hellström. Und hier wird gemacht, was ich sage. Lange noch? Bitte? Ich habe gehört, die Lahnsteins wählen gerade eine neue Führungsspitze. Wenn Sie Rebecca künstlerisch boykottieren, können Sie sich vielleicht bald einen neuen Job suchen. In 2 Stunden erst. Okay, na dann bitte beeilen Sie sich. Danke. So, wir müssen die nächste Zeit wohl die Treppen benutzen. Sowieso viel gesünder. Und du kannst da wirklich nichts machen? Nee, da müssen die Profis ran. Hellström, machen Sie sich keine Sorgen um meinen Job. Und falls Sie irgendwie an Ihrem hängen, sollten Sie das tun, was ich Ihnen sage. Ansonsten können Sie beide gerne in Zukunft auf dem Bauernmarkt arbeiten. Sie sind doch so ein wahnsinniges Dreamteam, oder? Genau. Und deswegen werden wir jetzt auch die Stoffproben gemeinsam sichten. Natürlich alles aus nachhaltiger Produktion und fair gehandelt. So, ich bringe jetzt überall ein Schild dran. Und währenddessen auf gar keinen Fall den Lift benutzen. Es könnte ständig ein Kabelbrand entstehen. Kommst du? Sichten wir jetzt wirklich die Stoffproben oder war das nur ein Vorwand? Keine Lust, das Gespräch mit Tanja auf diese Weise weiterzuführen. Die Stoffproben müssen wir aber trotzdem sichten. Ich würde großen Wert auf deine Meinung legen. Klar, mache ich gern. Dann werden ihm ein lukratives Angebot gemacht haben. Das ist ein herber Schlag für Rebecca. Wann ist der nächste Wahlgang? Morgen. Und wenn Tristan wieder würfelt, dann sieht's ganz schlecht aus für Rebecca. Sie muss mit ihm reden, sie muss ihn umstimmen. Nein, Hagen. Wir brauchen deine Stimme. Nur du kannst diese Pattsituation auflösen. Wir haben noch so viel zu tun wegen unserem Umzug morgen. Wo ist das Problem? Wir lassen die Wahl ganz früh stattfinden, dann kannst du dich immer noch um alles kümmern. Elisabeth, ich bin raus. Und dabei bleibt's. Ich will endlich meine Ruhe. Ja, das kann ich verstehen. Aber willst du wirklich, dass Ansgar oder Sebastian gewinnen? Oder dass es bei diesem Unentschieden bleibt? Das hätte dein Vater nicht gewollt haben. Das wäre der Anfang vom Ende. Nicht mal der Notruf funktioniert. Lass mich mal. Glaubst du, du könntest besser einen Knopf drücken als ich, oder was? Vielleicht drückst du ja gar nicht, sondern tust nur so. 2 Menschen, die ein Problem miteinander haben, sind zusammen im Fahrstuhl eingesperrt. Das ist total unkreativ und klischeehaft. Und du meinst, ich hätte das arrangiert? Warum denn?
Aus dem gleichen Grund, aus dem du mir hier in der Firma mit einer Gitarre ein Ständchen trällerst. Das habe ich gemacht, weil ich dir zeigen wollte, dass wir auch gute Zeiten miteinander hatten. Und die willst du hier im Fahrstuhl wieder aufleben lassen? Sicher nicht. Und selbst wenn, dann würde ich mir sicherlich einen charmanteren Ort als einen Fahrstuhl dafür aussuchen. Ja, und der Fahrstuhl hat den Vorteil, dass ich dir nicht weglaufen kann. Und dann bin ich deinen unwiderstehlichen Verführungskünsten wehrlos ausgeliefert. Willst du das wohl? Wie kann man nur so eingebildet sein? Du hast gerade gesagt, dass ich unwiderstehlich bin. Das war ironisch gemeint. Ich habe dir gesagt, dass ich dich in Ruhe lasse. Das habe ich ernst gemeint. Und woher weiß ich, dass ich dir glauben kann? Ich werde es dir beweisen, indem ich die Situation nicht ausnutze. Riechst du das? Ja, verdammt dicke Luft hier. Nee, irgendwie angebrannt. Du hast recht. Hin. Wohin? Zu deiner Familie. Mensch, ich sehe doch, wie du die ganze Zeit darüber nachgrübelst, ob du dich nicht doch noch an der Wahl beteiligen sollst. Und ich sage, unterstütz Rebecca. Was ist mit dem Umzug? Mach das Umzugsunternehmen. Dann kommst du eben später nach. Ich habe Elisabeth nur die halbe Wahrheit gesagt. Warum du dich raushalten willst? Ich weiß nicht, ob Rebecca wirklich für den Posten geeignet wäre. Ihre Integrität steht außer Frage, aber ich fürchte, sie hat nicht die Nerven dazu. Wie, dann willst du gar nicht, dass sie die Wahl gewinnt? Das ist mein Problem. Ich will natürlich auch nicht, dass Ansgar oder Sebastian das Rennen machen. Also wüsstest du gar nicht, für wen du dich entscheiden sollst. So sieht's aus. Warum kannst du nicht einfach einen anderen Kandidaten geben? So jemanden wie Elisabeth. Sie hätte die nötige Integrität und Erfahrung und sie würde Ansgar und Sebastian die Stirn bieten. Aber ich weiß, sie ist keine gebürtige Lahnsteiner. Die Regelung ist doch bescheuert. Das ist das Letzte, was Ludwig gewollt hätte, dass sein Erbe Gegenstand eines Büffelspiels wird. Ja, da hast du sicher recht. Und ich kann auch verstehen, dass dich das alles sehr mitnimmt. Aber du bist gerade wieder im Begriff, dich für deine Familie aufzureiben. Ja, ich kann nicht anders. Doch, du kannst. Du musst es nur wollen. Es gibt noch so viele schöne Dinge im Leben. Das gehört zum Beispiel dazu. Ach, danke, John. Und das könnte auch dazu gehören. Sind das unsere neuen Prototypen? Mhm. Der Bote war vorhin da. Ich wollte nur auf dich warten. Ah, das hätte ich dir sonst auch sehr übel genommen. Wollen wir mal einen Blick wagen? Wen du meinst jetzt hier? Das ist mein Laden. Ich bin hier quasi zu Hause. Aber wenn du noch warten willst. Nein. Jetzt zeig her. Hallo, wir sind hier drin. Wir stecken hier fest. Hallo. So, wieso hört uns denn niemand? Danke. Zwecklos. Sehr hilfreich, danke. Ich sag nur, wie es ist. Die feiern da draußen Geburtstag und hören uns nicht. Die Elektronik ist kaputt. Na toll, und jetzt? Jetzt warten wir, bis das repariert ist. Wie lange wird das dauern? Sicherlich nicht so lange. Die haben bestimmt schon gemerkt, dass hier was nicht stimmt und haben sicherlich schon den Reparaturdienst angerufen. Oh mein Gott. Unentschieden. Genau wie du wolltest. Letztendlich war es Zufall. Konnte ja niemand ahnen, dass Tristan würfelt. Der hat doch einen Schuss. Rebecca war jedenfalls fix und fertig. Vielleicht geht deine Taktik auf und sie kapituliert im nächsten Wahlgang. Das hoffe ich. Wenn ja, würde Elisabeth für mich stimmen, weil sie dann das größere Übel Ansgar vermeidet. Aber wenn sie nicht aufgibt, kann Ansgar noch gewinnen. Was? Ich wollte Sie nur informieren, dass der Fahrstuhl kaputt ist. Naja, schon bemerkt. Gut, dann bringe ich jetzt das Schild an. Das hätten Sie machen sollen, bevor die Controllerin da gerade reingegangen ist. Caro ist im Fahrstuhl? Ja, zusammen mit Hellström. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ach, ich dachte, ein bisschen Zeit zu zweit tut den beiden mal ganz gut.
Vukovic! Oh Gott. Wir werden ersticken. Und bei Rauchvergiftung, da soll das doch besonders schnell gehen. Gib mir mal deine Wasserflasche. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du denkst auch nur an das eine, oder? Ich nicht, aber du. Du hältst erst mal die Klappe. Hier, ruhig ein- und ausatmen, verstanden? Die sind ja fantastisch geworden. Genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Was sagen Sie, John? Sehr schön. Am liebsten würde ich die gleich anprobieren. Na, du machst doch. Wie jetzt hier? Also, Charlie, komm, ich weiß zwar, dass das hier wieder ein zweites Wohnzimmer ist, aber... Nein, hier natürlich nicht. Ja, wollen wir denn zu dir gehen? Ach, bei mir geht's im Moment zu wie im Taubenschlag. Andi, Bella, womöglich wäre sogar Helmke ein seltenes Mal zu Hause. Damit habe ich kein Problem. Ja, ich schon. Dann lass uns doch zu dir gehen. Es ist Tea Time und ich bin überzeugt, Justus wäre entzückt, dich mal wieder in Dessous zu sehen. Du bist unmöglich. Wenn ich sie jemandem vorführe, dann nur Ben. Das ist eine gute Idee. Du ziehst die Sachen an, ich mache ein paar spontane Fotos. Die schicken wir Ben als Appetizer. Das machen wir garantiert nicht. Und was ist denn, wenn ich ein paar Fotos von dir mache und die hier im Schneiders auslege? Weißt du noch? Damals, als Frank die Magazine mit unseren Bildern alle eingesammelt hat. Zum Glück hat er für solche Aktionen im Moment gar keine Zeit. Ja, zum Glück. Auf der anderen Seite. Die Fotos, die haben noch eingeschlagen wie eine Bombe. Ach, und es hat solchen Spaß gemacht. Und wie? Vielleicht sollten wir das wiederholen? Ja. Weißt du, nur für uns. Zum Spaß. Jetzt gleich? Ja, so jung kommen wir nicht wieder zusammen. Hallo! Hallo! Ruhig atmen. Nicht sprechen. Wo kommt denn keiner? Ist bestimmt gleich jemand da. Die haben doch schon gemerkt, dass hier was nicht stimmt. Ich kann die Familie aber auch nicht so zurücklassen. Wir spalten mich nie zuvor. Dein Testament ist es, was einen Neuanfang verhindert, weil dir Tradition und Regeln über alles gingen. Vater, wenn du das vorausgesehen hättest, vielleicht würdest selbst du dich dann über deine eigenen Regeln hinwegsetzen. Thank you.
nicht. Schon gehört. Ach, meine Kandidatur war eine Schnapsidee. Hier kocht jeder nur sein eigenes Süppchen. Von Loyalität und Zusammenhalt keine Spur. Das ist echt zum Kotzen. Du lässt mich einfach hier im Stich. Rebecca, ich finde eine Lösung. Eine Lösung? Du musst mir morgen beim zweiten Durchgang einfach nur deine Stimme geben. Machst du das? Doch nur bla bla bla, wie alles hier. Nein. Beim nächsten Part überlasse ich Ansgar oder Sebastian freiwillig den Vorsitz. Vielleicht setze ich mich dann auch einfach ab, so wie du. Nach mir die Sinnflut. Du willst dich sicher nicht von Mars durchchecken lassen? Nein, mir geht's gut, wirklich. Ich habe noch eine Menge zu tun. Du willst doch jetzt sicher nicht arbeiten. Du sollst nach Hause nicht ausruhen. Ich mach schnell, versprochen. Okay, unter einer Bedingung. Heute Abend lässt du dich von mir verwöhnen. Abgemacht. Entschuldigung. Mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Ja, alles in Ordnung. Bei dir auch? Ja, mir geht's gut. Danke für deinen Einsatz. Viel länger hättest du damit nicht warten dürfen. Vielleicht hätte ich ja länger gewartet, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Caro drin war. Ja, schon klar. Die Fahrstuhlmonteure möchten dich sprechen. Zum Glück habe ich mich nicht auf die verlassen. Bis später. Sascha gekommen ist. Ich hätte dich beinahe geküsst. Obwohl ich dir versprochen habe, dass ich mich im Griff habe. Ich weiß, dass du meine Gefühle nicht erwiderst. Und auch wenn es mir schwerfällt, ich krieg das jetzt hin. Ich gehe dann mal. Schönen Feierabend. Genau. Warum war die Feuerwehr da? Ach, es gab irgendwie so einen Kabelbrand im Fahrstuhl. Um Gottes Willen, ist jemand verletzt? Nein, nee, es ist gar nicht viel passiert. Es ist nur irgendwas weggeschmort, aber es ist wieder alles unter Kontrolle. Oh Gott. Ja, voila, ja. Würde ich sagen. Ja, und hier sind wir ungestört? Ja, ich habe extra noch mal im Plan geguckt. Die Luft ist rein. Gut. So, wir haben hier eine Profikamera. Die Speicherkarte ist drinnen und das Stativ. Oh, Jessica, perfekt. Vielen Dank. Gerne. Ja, musst du dich nicht um deinen Umzug kümmern? Nee, ich habe schon fast alles gepackt. Also, ich habe Zeit. Ach, Sie wollten uns jetzt... Ich fotografiere euch, kein Problem.
Wie es aussieht, bist du doch selbst von Rebecca nicht ganz überzeugt. Sonst würdest du ihr doch deine Stimme geben. Und jetzt bist du sicher, dass ich für dich stimme? Warum nicht? Sehr originell. Na schön. Ich komme mal so zum Ziel. Wetten nicht? Jessica wirklich richtig gut gemacht. Ja, hat sie. Und weißt du, was mir gerade auffällt? Dass wir richtig sexy aussehen. Ja, das auch. Aber nein, ernsthaft. Ich habe in den letzten Stunden überhaupt nicht an die Probleme auf Königsbrunn gedacht. Na, dann hat unser kleines Privatshooting ja schon seinen Zweck erfüllt. Elisabeth, du hast jetzt dein eigenes Leben. Du bist eine erfolgreiche, unabhängige Geschäftsfrau, hast einen attraktiven Mann an deiner Seite. Genieß es. Trotzdem, Charlie, wenn ich an Ludwigs Kinder denke, gerade Rebecca, sie ist wie eine Tochter für mich. Ja, aber sie ist erwachsen. Und du trägst nicht die Verantwortung dafür, dass sie nicht die Mehrzahl der Stimmen gewonnen hat. Und denk nur mal dran, wie oft du dich bei den Landsteins ausgegrenzt gefühlt hast. Sei es bei der Wahl zum Nachfolger oder beim Familiengremium. Tja, das ist wohl wahr. Na, dann kannst du dich doch jetzt eigentlich befreit fühlen. Meine Freiheit. Ich sollte sie wirklich viel mehr genießen. Nicht mehr involviert sein in diese furchtbaren Machtkämpfe und diese ewigen Streitereien. Auf die Freiheit. Ja. Darauf, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. Mhm. Ja. Oh. Entschuldige. Ben hat Sehnsucht nach dir. Nein, es ist Hagen. Er möchte mich treffen, und zwar jetzt gleich. Ah, der will sich verabschieden. Ja, wahrscheinlich. Auf uns. Ja. Und die Freiheit. Immer noch hier? Ja, ich musste noch was fertig machen. Aber doch nicht jetzt. Warum denn nicht? Dann ist es erledigt. Wir hatten einen stressigen Tag hinter uns. Die Sache im Fahrstuhl. Ja, hier, das war ein Unfall. Das wird nicht wieder vorkommen. Du glaubst mir nicht, oder? Caro, ich habe das nicht gewollt und ich habe es garantiert nicht geplant. Das hast du schon gesagt. Caro, sieh mich an! Ich würde dich niemals bewusst in Gefahr bringen. Ich würde dich niemals gegen deinen Willen irgendwo festhalten. Glaubst du mir das? Glaubst du mir das? Ja. Gut. Noch was. Ich will nicht, dass du dich meinetwegen hier auf Arbeit unwohl fühlst. Deswegen habe ich eine Entscheidung getroffen. Mein Vertrag läuft nächsten Monat aus und ich werde ihn nicht verlängern. Was? Aber was sagt denn Rebecca dazu und Tanja von Landstein? Das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Mein Schluss steht fest. Geh nach Hause.
Danke, Elisabeth, dass du so schnell kommen konntest. Ja, das ist doch selbstverständlich. Ich nehme mal an, du willst dich verabschieden. Nein. Nein? Dann wirst du morgen doch noch Rebecca deine Stimme geben. Sehr gut. Ich denke, du und ich, wir wissen beide, dass Rebecca nicht die beste Wahl für den Vorsitz wäre. Aber du willst doch nicht wirklich Ansgar oder Sebastian diesen Posten überlassen. Natürlich nicht. Wir brauchen jemanden an der Spitze, der moralisch integer ist. Jemand, der die Stärke besitzt, sich gegen die Anfeindungen von innen und außen zu widersetzen. Jemand, der mit seiner Kompetenz und Erfahrung einen Konzern führen kann. Ja, das ist gut gesagt, nur leider gibt es diese Person nicht. Ludwig ist tot, du verlässt uns. Und Sebastian hat sich nicht als besonders integer herausgestellt. Ich rede von dir. Von mir? Arn, du weißt doch, dass das nach den Familienstatuten völlig unmöglich ist. Nicht mehr. Ich kann dich ganz ohne Wahl zu meiner Nachfolgerin nennen. Ach, was redest du da? Du kennst doch Ludwigs Testament. Was hiermit außer Kraft gesetzt ist, das ist Vaters letzter Wille. Geschrieben mit seinem Blut, kurz vor seinem Tod. Darin steht, dass ich nach meinem Ermessen einen Nachfolger ernennen kann. Ich möchte, dass du meine Nachfolgerin wirst, Elisabeth. Thank you.